Kapitel 20. Latias. Der Deal der Wächter. Mit einem alten Freund in neuer Stärke, jetzt wieder bei unserer Seite, stieg die Motivation in unserem Team enorm. Wir nutzten die nächste Zeit des Weges dafür, Sejong genau über die Geschehnisse aufzuklären, bis er alles verstand, was auf uns wartete. Der Einzige, der sich nicht allzu sehr zu freuen schien, war Dark, aber er war ja auch der Einzige von uns, der Seemobs nicht kannte. Außerdem war es kein großes Geheimnis, dass er sich etwas ausgeschlossen fühlte, da alle anderen in der Gruppe ein so eingewachsenes Team waren. Es würde ihm definitiv helfen, wenn wir Black wirklich davon überzeugen könnten, sich uns wieder anzuschließen. Wieder einmal im Sinne der Gruppenmoral. Und auch, da wir jeden Mitstreiter brauchen konnten. Gerade jetzt, wo wir den Feind wirklich kennengelernt hatten. Die dunkle Materie. Bei dem Gedanken an diese Bestie kehrten alte Erinnerungen zurück. An unsere ersten großen Reisen. Damals, als Nick Crossman noch ein Freund war. Und Floink sich seinen Rang als Held wahrlich verdiente. Doch irgendwie hatten sich diese Reisen für mich nie angefühlt, als hätten wir wahrlich gesiegt. Gerade jetzt. Es war alles nur für unsere Welt zu retten, doch jeder Sieg zerstörte sie nur mehr und mehr. Und nicht einmal die dunkle Materie war nun wirklich besiegt? Unsere ersten zwei Abenteuer waren in meinen Augen Niederlagen. Nach dem ersten Sieg über die dunkle Materie verloren wir Günther und die Apokalypse begann. Auf der zweiten Reise verloren wir Bisasam, Floink und Nick Schosma, nur damit die Determination im Anschluss alles zerstören würde. Erst das dritte Abenteuer war eines, in dem wir wahrlich gewannen. Wir fanden viele neue Freunde und lösten einmal keine fatale Kettenreaktion aus. Wie ich über den Krieg in der Menschenwelt denken sollte, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Einerseits retteten wir die gesamte Welt und vernichteten Darkrai. Andererseits verloren wir Chillast und sorgten letztlich für den Beginn dieser Reise. Denn wäre Darkrai nie gefallen, würde die dunkle Materie diese Welt nie bedrohen. Aber wie war sie überhaupt zurückgekehrt? Wir hatten sie mit dem antiken Ritual für alle Ewigkeit gebannt. Und auf einmal war sie einfach wieder hier. Als wäre nichts Besonderes gewesen. Sollte sich derselbe Kreislauf wiederholen, wie bei Nick Schrosma all die Jahre lang? Nick Schrosma war lange Zeit ein großes Problem gewesen. Denn jedes Mal, wenn wir ihn ins Void verbannten, war Darkrai zur Stelle und schaffte es irgendwie, ihn von den Toten zurückzubringen. Mit Darkrais Tod war dieser Kreislauf zu Ende. Aber anscheinend gab es irgendwo da draußen auch irgendjemanden oder irgendetwas, was die dunkle Materie zurückbringen könnte. Und diesen jemanden mussten wir finden. Aber ob wir das auf dieser Reise würden? Ich hoffte es. Diese Reise musste endlich das Ende darstellen. Wir alle waren Abenteurer. Doch das Leben bietet genug Abenteuer. Es muss nicht immer der große Krieg sein, in dem man sich seinen Heldenstatus verdient. Floinks ehemaliges großes Ziel. Das ruhige, friedliche Leben. Es war ein Ziel, das wir alle anstrebten. Und alleine dafür kämpften wir. Und diesen Kampf mussten wir auch jetzt weiterführen. Auf der Suche nach Iveltal. Dark, wie weit ist es noch bis zu Iveltals Unterkunft? Werden wir bald ankommen? Ich schätze schon. Ich war noch nie wirklich in Iveltals Unterkunft. Ich kenne den Ort nur vom Hörensagen, aber eigentlich müssten wir in höchstens einer Stunde da sein. Es war relativ eindeutig, dass Dark den Ort wirklich nicht genau kannte. Spätestens, als wir 2 Stunden später immer noch wanderten. Auch das Gengar selbst schien inzwischen zu zweifeln. Es war doch an der Küste, da bin ich mir sicher. Und Black ist doch auch in diese Richtung gegangen. Sejong unterbrach ihn in seinen Gedanken. Also ich bin eigentlich relativ optimistisch. Zumindest, wenn dieses komische Ding da vorne ein Eingang ist. Wenige 100 Meter vor uns schwebte etwas Seltsames in der Luft. Es sah aus wie eine Art Riss. Floinks Beschreibung über die Orte, die er alleine in dieser Welt bereiste, erinnert mich stark hieran. Ein roter Riss in der Luft, welcher finsteren Wind ausstößt. So hatte er es beschrieben. Ja, das ist er. Hier sind wir richtig. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also, wollen wir dann noch warten und schwätzen oder wollen wir langsam aufbrechen? Nur die Ruhe, Lord Ecke. Wir sollten alle bereit sein. Falls die Wächter uns angreift, müssen wir auf seine Versteinerung gefasst sein. Floink hat uns ja davon erzählt. Iveltals Unheilsschwingen.
Eine Einwegfahrkarte ins Void, ohne garantierte Rückreise. Mir fiel auf, dass unsere Freunde aus der anderen Welt diese Technik gar nicht kannten. Deshalb erklärten wir ihnen erst einmal die Lage. Das ist wirklich wichtig. Wenn ihr an diesem Ort seid, dann ignoriert alles, egal wie realistisch es wirkt. Nichts davon ist echt, auch wenn es noch so sehr danach aussieht. Einfach weiterlaufen, dann kommt ihr wieder raus. Verstanden? Alle schienen zu verstehen. Nur bei Shinux war ich mir nicht sicher. Er wirkte schon wieder so abwesend, wie so manchmal auf dieser Reise. Ich verstand wirklich nicht, wie das zustande kam. Theoretisch könnte es zwar mit seiner Verbindung zu Darkrai zusammenhängen, allerdings war nach den Erzählungen der anderen nie so etwas geschehen, als sie bereits auf ihrem ersten Abenteuer in dieser Welt waren. Hatte es irgendetwas mit der Heilung dieser Welt zu tun? Ich war offenbar auch nicht die Einzige, die Shinux Abwesenheit bemerkte. Shinux, du hast das auch verstanden, oder? Dieses Mal antwortete er: Das Void kann meiner Seele nichts anhaben. Was auch immer mit Shinux los war, wir sollten es besser schnell herausfinden. Oder diese Reise schnell hinter uns bringen. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir einfach weitergehen, oder? Wir alle stimmten zu. Auch Shinux, der anscheinend langsam wieder zu Sinnen kam. Also machten wir uns auf, um Iveltal zu besuchen. Und um herauszufinden, ob Black bereits hier gewesen war. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass diese zweite Frage nicht nötig sein würde. Denn kaum betraten wir den seltsamen Ort, sahen wir ihn bereits. Black war bereits in einem Konflikt mit Iveltal. Ihr seid die Wächter dieser Welt. Es ist eure Pflicht, sie zu schützen. Ihr habt diese Aufgabe selbst angenommen. Also kommt ihr ja auch nach. Dein Weltbild ist falsch, törichtiges Pokémon. Ich habe nie eine Aufgabe als Wächter akzeptiert. Ich habe eine Rolle als treuer Untergebener Darkreis akzeptiert. Darkrai hat die Herrschaft über diese Welt gehabt, aber er ist fort. Ich und Giratina sind wieder an den Orten, an die wir gehören. Die dunkle Welt ist auch eure Heimat und wir brauchen eure Hilfe, um sie zu beschützen. Mit eurer Hilfe könnten wir auch Darkrai zurückholen, da bin ich mir sicher. Und doch hast du Unrecht. Darkrai ist fort. Er selber hatte als einziges die Macht, Pokémon aus dem Void zu befreien. Nicht einmal ich kann das. Ich bewache den Ort, regiere ihn aber nicht. Darkrai ist fort und die dunkle Welt nicht unsere Heimat. Ihr müsst selber auf eure Probleme klarkommen, ohne unsere Hilfe. Du lügst, wir können ihn zurückholen. Ich weiß es doch genau. Und woher? Darkrai kann euch nicht mehr helfen. Er ist fort und wird nie wiederkehren. Bulbis Unterbrechung macht die beiden Streitenden auch auf uns aufmerksam. Ja. Wie könnt gerade ihr es wagen, mein Heim zu betreten? Die Schlechter des Herrschers. Sorok, wenn du jemandem die Schuld am Ende dieser Welt geben willst, dann ihnen. Ach, der Haufen. Das sind Versager. Sie wollen uns helfen, diese Welt zu retten. Aber dieser Haufen ist unfähig. Sie haben nicht einmal ihren eigenen Anführer unter Kontrolle. Du unterschätzt sie. Sie haben Darkrai geschlagen. Nein, ihr Anführer hat das. Und der ist derjenige, der die dunkle Welt bedroht. Könnt ihr verdammt nochmal aufhören, euch über uns zu streiten und zum Punkt kommen? Die beiden wirkten nicht begeistert von meiner Unterbrechung, hörten aber trotzdem auf. Meinetwegen, also erklärt euch, was wollt ihr hier? Black finden und dich um Hilfe bitten. Im Nachhinein hätte ich den anderen wohl erst einmal von meiner Idee erzählen sollen. Was, warum willst du das auf einmal, Tante Lati? Bevor ich antworten konnte, übernahm Iveltal wieder das Wort. Die Gründe sind irrelevant. Was denkt ihr euch bitte? Ich habe keinen Grund, warum ich euch jetzt unterstützen sollte. Im Gegenteil. Ich sollte euch vernichten. Hier und jetzt. Es wird also tatsächlich auf einen Kampf hinauslaufen. Ein regulärer Kampf wäre für uns kein Problem, da machte ich mir keine Sorgen. Nur das Void mussten wir noch überstehen. Iveltal schwebte sofort in die Luft und nutzte seine berüchtigste Technik. Der Raum war viel zu eng, um effektiv auszuweichen und deshalb blieb uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als getroffen zu werden. Als mich der Strahl traf, schwärzte sich die Welt um mich herum. Es fühlte sich an, als würde ich in eine andere Welt reisen. Selbst der eigenartige Tunnel, den wir immer durchquerten, war hier. Doch als ich ankommen sollte, geschah nichts. Ich landete nicht im Void. Der Eingang war versperrt. Ich kehrte einfach im Tunnel um und wusste,
dass ich die Prüfung des Void nicht bestreiten musste. Aber wieso? Doch im Verschwinden sah ich in der Ferne eine Art Wand, die den Eingang ins Void blockierte. Eine Wand aus Ranken, die den Eingang versperrte. Und in Schemen glaubte ich, ein Bisasam und ein Chelast zu erkennen. Die beiden standen uns in diesem Kampf zur Seite. Als ich zurück im Hier und Jetzt war, waren auch alle anderen schon wieder da. Yveltal wirkte vollkommen perplex. Und Ivy wirkte auch sehr durcheinander. Ihr habt das alle auch gesehen, oder? Das war Chelast. Ich habe mir das nicht eingebildet. Das war er. Das war Chelast. Ja, Ivy, das war Chelast. Er hat uns geholfen. Was? Wie kann das sein? Wie könnt ihr dem Void entkommen? Was habt ihr getan? Und jetzt willst du immer noch kämpfen? Yveltal wirkte selbst unentschlossen. Ich... An sich wollte ich, aber ich weiß, dass ich keine Chance hätte. In einem derartigen Kampf brauche ich mich nicht zu versuchen. Gut, können wir dann verhandeln? Ich sehe nicht, was es zu verhandeln gäbe. Sagtest du nicht selber, dass du Darkreis treuester Anhänger warst? Und du möchtest nun seine Welt so vergehen lassen? Verrätst du ihn damit nicht irgendwie? Sejong hatte offensichtlich einen kritischen Punkt getroffen. Ich bin Darkrai treu, aber es ist zu spät für ihn. Aber nicht für sein Vermächtnis. Noch kann Darkrai die letzte Ehre erwiesen werden, oder er kann zurückgebracht werden. Yveltal schien tatsächlich nachdenklich zu werden. Aber selbst wenn er zurückkehren würde, alleine wäre ich nicht in der Lage, irgendwas auszurichten. Und selbst wenn diese Welt gerettet wird, wie soll es danach weitergehen? Was wird dann geschehen? Wer soll diese Welt regieren? Ich kann das nicht alleine machen. Spark schien eine Idee für einen Deal zu haben. Ein Deal, mit dem alle zufrieden sein würden. Wie wäre es mit einer Abmachung? Wenn wir Giratina dazu bringen können, uns zu helfen, dann hilfst du uns auch. Du müsstest das Ganze nicht alleine angehen. Wäre das nicht ein Deal? Wieder dachte das legendäre Pokémon nach. Nun, wisst ihr was? Gut, so machen wir das. Wenn Giratina tatsächlich auch dabei wäre, dann helfe ich euch. Auf dieses Angebot gehe ich ein. Aber wenn Giratina dagegen ist, dann helft euch verdammt nochmal selber. Diese Abmachung schien sowohl für den Wächter als auch für uns alle annehmbar zu sein. Nur Black schien nicht ganz überzeugt. Und jetzt geht und kommt nicht wieder, außer ihr habt Giratina dabei. Wir verließen den seltsamen Ort und landeten wieder an der Küste. Auch das Sorok verließ ihn mit uns. Außerhalb des Risses kam es so noch einmal zu einer Konfrontation mit ihm. Na Glückwunsch, ihr habt ausnahmsweise mal was halbwegs Sinnvolles hinbekommen. Und jetzt? Wie und jetzt? Jetzt reisen wir zu Giratina und überzeugen ihn, uns zu helfen. Und wie wollt ihr das machen? So wie ich die beiden einschätze, dann reicht ihm das Argument, dass die Yveltal auch hilft. Ganz einfach. Wirklich überzeugt wirkte Black nicht. Jedoch schien er sich trotzdem entschieden zu haben. Ah ja, gut. Ich denke nicht, dass ich es verantworten kann, euch alleine weiterziehen zu lassen. Und da ich sowieso auch zu Giratina will, komme ich halt mit. Aber glaubt nicht, dass wir deswegen Freunde sind oder sowas. Keine Sorge, das wollen wir selber nicht sein. Also, reisen wir dann weiter oder wollen wir hier noch ewig weiterreden? Wir sollten weitergehen, aber wohin? Zurück nach Schatzstadt. Wir müssen übers Meer. Wir müssen nur gucken, wie. Eigentlich übernimmt Giratina das Überschiffen selbst, aber seit Darkreis tot hat er sich nie am Strand sehen lassen. Er verlässt die Zerrwelt nicht mehr. So ging unsere Reise weiter. Unser Treffen mit Yveltal war ein voller Erfolg gewesen. Selbst unsere gefallenen Freunde standen noch an unserer Seite. Ivy wirkte immer noch etwas durch den Wind durch die Begegnung. Aber sie hatte ja Spark. Auch eine Sache, die ich bald endlich angehen müsste. Gerade jetzt, nachdem Sejong mich schon einmal beiseite gezogen hatte, um mich zu fragen, ob zwischen den beiden eigentlich was läuft. Aber erst einmal zurück nach Schatzstadt.